Heute klären wir mal die Frage ganz anders. Was war zuerst, das Ei oder die Schildkröte? Und wenn wir die sehen, dann können wir uns vorstellen, aus dem Ei kam die Schildkröte. Nee, nicht aus dem. In dem Ei ist nur eine drin, aber das klären wir gleich. Müssen wir die Kleine da retten oder frisst ihr die jetzt auf? Nee, ein bisschen drauf Obacht geben, aber ich glaube, da passiert nichts. Obacht geben. Ja. Ein bisschen sehr klein hier. Ich setze die mal an die Seite. Ja. Kann man die so zusammenhalten? Na, der Größenunterschied auf Dauer jetzt nicht. Wo das jetzt unter kontrollierten Bedingungen ist, für Kurzzeit kein Problem, aber auf Dauer würde ich es nicht machen. Wie alt sind die denn, die Kleinen? Die Kleine ist jetzt tatsächlich bei uns vor wenigen Tagen geschlüpft. Aus so einem Ei? Aus genau so einem Ei. Das Ei haben wir nur ganz kurz gezeigt, das habe ich mal ganz kurz aus dem Inkubator hier hinbringen lassen. Wir haben da ein Kreuz oben drauf, dass die Stelle auch immer oben bleibt. Man darf Eier nicht verdrehen. Genau. Richtig, ne? Ja. Nur einmal zum Zeigen, wie groß so ein Ei von einer Schildkröte ist. Aber die hat ja noch nicht die Größe zum Eierlegen, ne? Nee, die hat ja noch eine Menge vor. Ne? Alleine der Unterschied. Ne? Die ist jetzt ein paar Tage alt und die ja, vielleicht einen Monat, anderthalb. Ja, und wie groß müssen die sein, um dann Eier zu legen? Hier haben wir ein geschlechtsreifes Tier. Also ist jetzt kein Riesentier, die können noch eine ganze Ecke größer werden. Wir haben doch gar nicht gesagt, dass das keine griechische Landschildkröte ist. Was ist das denn überhaupt? Eine Köhlerschildkröte. Köhlern kenne ich also nur einen Köhlerofen. Da wird Holzkohle gemacht für einen Grill. Ja, und genau da könnte man den Namen auch ableiten. Die schönen roten Punkte hier vorne sehen ja wirklich aus wie so eine glühende wie Glut. Kohle. Ja, wie Glut. Oh, wollte ich nicht erschrecken. Ja. Alles wie glühende Kohlen, also wie beim Köhler, der so einen großen Köhlerhaufen hat und da Holz drin Tage und Wochen lang kokelt, bis es mal Holzkohle ist. Ja, genau. Daher hat die der Name, ganz was anderes, ne? Mal nicht der Name von dem Entdecker oder Erstbeschreiber. Und das sind auch Heimtiere, können wir die alle so im Terrarium hier so halten? Am Anfang ganz bestimmt im Terrarium, aber so fast jedes handelsübliche Glasterrarium wird auch ruckzuck zu klein für die Tiere, ne, weil die ja doch die Größe kriegen, die wir gerade gesagt haben. 15 Quadratmeter Innengehege für den Winter ist okay. So, bis 50 Zentimeter, bis 20 Kilo schwer, bis 70 Jahre alt, habe ich gehört. Ja, und die werden auch sehr, sehr spät erst geschlechtsreif. Die werden erst mit 10 bis 15 Jahren geschlechtsreif. Das ist schon enorm, ne? Ja, auf alle Fälle. Das ist ja nun mal ganz spannend. Männchen und Weibchen kann ich unterscheiden? Ja. Was könnte ich mir dann vorstellen? Wenn das jetzt ein erwachsenes Tier wäre, wäre das definitiv ein Weibchen. Das heißt, bei dem Weibchen ist sie ganz glatt oder sogar manchmal leicht nach oben gewölbt. So ganz leicht. Ja. Und beim Männchen ist es ein bisschen wie eingedrückt. Denn wenn das Männchen ja auf das Weibchen draufsteigt und das wäre auch rund, dann rutscht er ja sofort runter. Also ist halt so ein bisschen drin, dass der ein bisschen Halt hat, wenn er auf das Weibchen geht. Wie lange werden die dann ausgebrüht? Wir tun die im Inkubator. Genau, weil es einfach das Sicherste ist. In der Natur hat das Weibchen instinktiv drauf, genau den Ort zu suchen, wo es die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit hat. Im Terrarium meistens nicht so ideal, deshalb werden die in den Inkubator überführt. Ne? Ja, und nach 100 bis 150 Tagen schlüpft dann eine Schildkröte. Ja, und jetzt haben wir dann da die Eier. Wir tun die ja dann in Inkubator. Wir lassen die ja nicht draußen irgendwo rumliegen, weil das Wetter bei uns ist ja, glaube ich, viel zu unbeständig. Genau. Wie warm müssen denn die Eier gehalten werden im Inkubator? Warm und Luftfeuchtigkeit spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Auf jeden Fall. Also die Temperatur sollte konstant bei ca. 29 Grad liegen und annähernd 100% Luftfeuchtigkeit. In der Erde hätten wir ja wahrscheinlich die 29 Grad durch die Feuchtigkeit der Erde, nehme ich an, wenn das feuchte Erde ist. Wenn, ja. Aber schwierig. Aber 100% Luftfeuchtigkeit in dem Inkubator muss halt sein, ja. Sonst trocknen die im Ei aus. Genau. Ich hatte einmal das Vergnügen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, beim Freund von mir, der hatte seine ersten Krokodile gezüchtet. Und da sind die Krokodile angefangen zu schlüpfen, hat angerufen, Norbert, komm schnell, die Krokodile schlüpfen. Ja, fand die ja super heiß, ich dahin. Und dann, er hat mir kein Ei in der Hand gegeben, weil das war ihm zu wertvoll. Und er hielt das Ei in der Hand und das Krokodil kam mit dem Kopf raus, drehte das Kopf hin und her und beißt in den Daumen. Das war ein Erlebnis. Hat sogar geblutet. Ja. Das erste Akt hat er erstmal den, der ihn das Leben gerettet hat oder auf die Welt geholfen hat, in den Daumen gebissen. Aber die andere Seite, das ist ja auch nicht üblich, dass einer
das Ei in der Hand nimmt, er will ja in seiner Brutsteckte liegen, hätte er liegen gelassen, hätte er kein gebissen. Apropos beißen, beißen die Schildkröten auch? Also sich davon beißen zu lassen, da muss man das aber ganz, ganz schwer drauf anlegen. Also dann machen wir noch den Haltungscheck und ja, dann haben wir es. Dann gehe ich weg und dann können Sie hier die Schildkröte suchen, die ist nämlich, die ist doch gegangen. Müssen wir vorher, ja, die hat ja gemerkt, lassen. Die kam nur ganz kurz hier im Video vor und wurde dann vernachlässigt. Ja, wir können die ja gleich mal über Lautsprecher ausrufen lassen, dass die Schildkröte bitte wieder in ihrem Gehege melden soll. Aber hier kommt nichts weg hier, wir finden hier alle wieder. So, wir machen mal einen Haltungscheck Köhlerschildkröte. Sie wird bis 50 cm groß. Die Mindestbeckengröße, also für den Innenbereich im Winter, sollte so 15 Quadratmeter schon nicht unterschreiten. Im Außenbereich natürlich gerne mehr. Wenn da so 20, 25 Quadratmeter wäre, wäre optimal. Alles, was mehr ist, ist natürlich noch besser. Denn neben 50 cm wird es auch noch 15 bis 20 Kilo schwer. Das heißt, ich habe im Augenblick im Arm, ich könnte die gar nicht hochheben. Die Geschlechtsreife erreichen die Tiere erst mit 10 bis 15 Jahren. Das ist natürlich ziemlich lang. Wenn die mit 20 erst Junge kriegen kann, noch 50 Jahre Kinder kriegen. Als Futter eignen sich sämtliche Kräuter, langsam wachsende Salatsorten und so zu einem kleinen Prozentteil auch tierische Kosten. Aber sie legen regelmäßig und dann 6 bis 10 Eier. Die Tiere kommen aus dem tropischen Südamerika und haben da Temperaturen zwischen 27 und 28 Grad. Im Terrarium oder im Außengehege dürfen aber Spots sein, wo es dann über 40 Grad warm wird. Brutpflege machen die nicht. Ja, und wir haben halt hier im Haus ständig eigene Nachzuchten von unserer Zuchtgruppe. Das ist eigentlich ein super spannendes Thema. Und noch viel spannender, was ich euch jetzt erzählen muss, ist, dass Sven ist heute das letzte Mal hier in der Terraristik. Jetzt meinen die Leute, ich würde hier komplett aufhören.